Heyo Leute, hier ist euer Sohuser mit einer Mini-Mod-Vorstellung für ETS2. Ich habe hier schön im Hintergrund den Volvo, und zwar ist das der Volvo VNL 780 Globetrotter XL. So, den könnt ihr auf den ganzen einschlägigen Mod-Seiten einfach mal downloaden. Guckt, dass der für die richtige Version ist und dann packt ihr ihn einfach in den Mod-Ordner rein und aktiviert die Mod. So, wo kriegt ihr den Wagen? Ihr geht auf den LKW-Händler, sucht euch den LKW-Händler eurer Wahl, wollte ich gerade sagen. Ihr sucht euch den Volvo-Händler raus. Geht auf Online kaufen, wenn das bei euch schon möglich ist. Dafür braucht ihr halt schon 5 LKWs. Ansonsten müsst ihr da halt mal hinfahren. Und hier steht da drin 203.000 und Euros. An der Ausführung könnt ihr nicht wirklich viel ändern. Könnt ihr noch ein bisschen was am Getriebe rumwursteln. Bis glatte 863 PS hoch, chip-tuned, so ist meiner glaube ich auch. Ihr könnt das Getriebe noch ändern. Ja, im Cockpit könnt ihr auch nicht viel machen. Farbe könnt ihr am besten so lassen oder ja, eine halt hier wählen. Ich habe halt die hier genommen. Könnt hier ganz normal die Lampen drauf machen. Ein bisschen, ja, ihr Interieur, könnt ihr einen Laptop draufstellen. Die Sachen gehen alle, wenn ihr das Add-on habt. Ja. Und jetzt werden wir mal einfach mal eine Tour raussuchen, um zu gucken, wie die Kiste so läuft. Weil der ist nämlich ziemlich groß. So, gehen wir mal auf den Frachtmarkt. Wo sitzen wir? Wir sitzen in Kopenhagen, sitzen wir. Kopenhagen, ne? So, mal nicht so weit. Nur hier eine Strecke, die nicht so weit ist. Christiansand. Wir fahren Metalldosen. So, hier ist der Truck. Ich schmeiß den Möhre mal an. Ist auf jeden Fall schick und nicht wirklich klein. Ihr könnt auch nach hinten reingucken. Ich hätte hier auf jeden Fall gechillt Platz, um ja, hier zu nächtigen. Würde ich auch nehmen, anstatt ein Auto, aber so Spritpreise 39 Liter hier auf 100 oder 69 Liter muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, machen wir hier Lichtchen an und holen mal kurz Iveco-Händler entdeckt. Nice. So. Cruisen wir mal unseren Anhänger holen, unsere Metalldosen. Ja, man merkt schon hier, der kommt echt... Genauso wie die Ami-Trucks, schlecht um die Kurven. Aber er hat mehr Power. Er ist diesmal nicht so langsam. Also ich glaube, der fährt auf der Autobahn mit dem Anhänger 141 km/h. Also der ist schon ordentlich schnell. So. Ja, komm, gib Gas, Golf. So. Der hat auch die coolen Spiegel vorne an der Schnauze. Den finde ich richtig cool. So, ich muss hier rauf. Okay. Da müssen wir rauf. Nehmen wir das mal eben an. Die Tour hier. Kühne Nägel. So, da ist er. Okay. Dann werden wir mal eben ankuppeln. Und schlag mal richtig das Lenkrad hier ein. Na komm, na komm, na komm. Und... Na? Er will nicht? Okay, muss er... Muss er gerade davor, oder was? Okay. Nochmal. Alter, was will er denn da? Das ist auch ein Gefriemel vom Herrn hier mit dem Truck. So, ich stehe jetzt genau dahinter. Finden wir jetzt tatsächlich einen Anhänger, der nicht dran geht, oder was? Müsste jetzt aber lachen. Hallo? 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 Irgendwas funktioniert hier nicht. An dem Anhänger. Haben wir jetzt direkt den Vorführeffekt hier. Anhänger auf Doom. Der Anhänger geht nicht.
Warum nicht? Ja, mal fester dagegen knallen, oder? Nö, juckt ihn auch nicht. Okay, können wir den Auftrag direkt abbrechen? Also er kann anscheinend nicht jeden Anhänger dran machen. Warum auch immer. Nehmen wir einen anderen. So. Dann nehmen wir halt den. Egal, wo es hingeht, wir fahren jetzt einfach mal. Sehr merkwürdig, dass der Anhänger nicht dran ging. Kann auch einfach nur ein Mini-Bug gewesen sein. Bisher hatte ich das Problem noch nicht, dass man den Anhänger nicht dran kommt. So ist das halt mit den Mods. Yep, der geht. Okay, Anhänger ist dran. Nice. Würde ich sagen. Ups. So, Cockpit an und gib ihm. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. 300 und Kilometer. Jo, das machen wir mal eben hier. So. Da stehen sie wieder. Ja, da stand dann auch eine Hupe hier. Die VW ist schon die Volvo-Hupe. Nicht so imposant wie ein Ami-Truck. Oh. Oh. Waren da Schilder? Nee, da waren keine Schilder. So. Netto steht hierbei. So, was ist denn jetzt hier unser Destination? Ich fahre schon wieder den Digger 1000. Den haben wir schon mal transportiert. Köpping, ah, okay. Alles klar. Dann fahren wir mal. Kann nicht so weit sein. Mach mal Platz hier, Junge. Was? Geschwindigkeitsübertretung? Ich bin genauso schnell gefahren wie der vor mir. Beste Ausrede ever. Der vor mir war auch so schnell. Wo ist eigentlich meine Background-Sängerin? Keine mehr da. Ganz schön groß hier, Kopenhagen. Aber muss ich ja sagen, und kann ich immer wiederholen, Skandinavien-Add-on hat sich gelohnt. So. Bora Bora. Oh. Oh, 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 oh. Oh, ein bisschen über die Wiese gefahren. Macht ja nichts. So, sagt der Bordcomputer alles. Der Bordcomputer funktioniert übrigens in der Mod hier auch. Man könnt ihr ja sehen gerade, ich schalte gerade durch. Montana Spritverbrauch 69,7 Liter auf 100. Ey, läuft! Man kann da sehen, wenn man Tempomat und so anmacht. Öltemperatur 78. Läuft. So. Rumnadruder. Na komm. Ja, die Trucks mit den langen Nasen. Müsste da ziemlich abbremsen in den scharfen Kurven. Und wenn du mal wieder eine Tour fährst mit einem normalen Truck mit gut PS, dann liegst du nachher direkt auf der Seite, weil du so schnell fährst. Ja. Wobei, könnt ihr jetzt gleich sehen, wir fahren jetzt Autobahn. Ich werde jetzt mal mit ihm mal richtig auf die Kacke hauen. Dann könnt ihr mal auf die km/h achten. Wenn die hier mal Platz machen würden hier. Ja, mach Platz. Na gut, dann fahren wir Slalom. Na, fahren wir rechts vorbei. Bitte nicht nachmachen. So, 160 km/h fährt er gerade. Ja gut, der Anhänger ist jetzt auch gerade nicht so leicht. Jetzt geht's hier bergauf. Ich muss eine gerade Strecke haben und dann
Ich will mal gucken, was der hier bringt. Also ich meine, so 130 mit Anhänger kriegt der locker hin. Er hat fast 900 PS, der muss ja aber ziehen. Ah, da geht es. 130 geknackt. Gleich haben wir die 140. 140 geknackt. Oh mein Gott. Irgendwo ist hier nicht die offene Zollstelle irgendwo. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wie schnell mit 150 durch die Mautstelle geknallt. Very nice. Ja, 150 fährt er jetzt gerade. Ich glaube, mehr geht er auch nicht. 151. 152. Also wenn ihr eure Aufträge schnell erledigen wollt, ist die Mod hier genau die richtige. Ich glaube, ich habe mich falsch entschieden. Ich glaube, ich muss über den Standstreifen überholen. Ja. Oh, oh, oh. 154. Ey, der wird auch einfach immer schneller, ne? 157. Oh, Crash! Fuck. Ach, hat ihn gar nicht. Juckt ihn einfach gar nicht. Er fährt weiter. 156. Very nice. Oh, 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 oh. Er wird 155. Ein Anhänger hinten dran mit einem Bagger drauf und hier Slalom fahren wie, keine Ahnung, Schuhmacher in alten Zeiten. Was ist denn hier los, ey? Ja, 158, schafft er die 160? Ich denke nicht. Ne. 158 war, glaube ich, das höchste, was wir drauf hatten. Ist natürlich für so einen Truck auch eine Marke, würde ich sagen. Nice. So kommt auf jeden Fall eurem Ziel sehr schnell nah. Hui. Wie die alle Platz machen, als wenn da ein Porsche hinter denen angefangen kommt. Hier machen wir Blinker links, ne? Kennt man ja. Und einfach Kette. Übrigens ist das verboten, den ganzen Blinker links zu lassen, aber Autobahn, das ist Nötigung. Aber, ha, das scheint zu funktionieren. Hui! Oh, hier müssen wir runter. So, mit 150 km/h. Ja, die Ausfahrt, die brauchen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. Ja, nicht so viel Speed verlieren, ne? Und der kippt nicht so schnell, der Volvo. Also mit dem könnt ihr ruhig mal ein bisschen schneller in die Kurve fahren. Am geilsten ist ja der Analog-Tacho. Der liegt einfach mal komplett an und denkt sich, ja, ich hab Game Over. Und Digital-Tacho läuft weiter. So, wir müssen noch 190 Kilometer fahren. Ah, geht. Das geht. Wir machen mal ein bisschen Action hier. Juhu. Stockholm. Mal gucken, dass wir demnächst noch ein schönes Mod finden. Vielleicht wieder so ein Ami-Truck, mal ohne Schnauze oder so. Oder haben wir denn noch nicht? Ein Peterbilt vielleicht, habe ich auch noch keinen. Und dann fahren wir mal eine Ungarn-Tour wieder. Mal gucken. Ja, 80 erlaubt und er knallt 150. Aber wer soll mich stoppen? Oh, Talbrücke. Nice. Nice, nice, nice. So, wenn wir weiter so Gas geben, sind wir gleich da. That's the plan. Oh. 159, wir haben 160, 161, 162. Oh mein Gott, er wird schneller. Das hier geht bergab. 166. Oh Gott. Na, ah, das war's schon wieder, oder? 167 war, glaube ich, das höchste. Also der ist auf jeden Fall richtig schnell. So doppelt so schnell, als er hier fahren darf. Very nice. Oh, 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 oh.
Was? Unfall verursacht? Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich ihn gerammt habe. Egal, Geld spielt keine Rolle. Wir wollen schnell liefern. 88 Kilometer noch. Jetzt geht los. So, müde wird er auch langsam, aber das passt noch auf jeden Fall für unsere Reise. Und Sprit, ach satt. Sprit satt. Oh Gott, ey, hier mit dem Truck, ey, der ist so breit und so riesig und dann über den Standstreifen knallen. So. Müsst den Fahrstil nicht immer allzu ernst nehmen, das ist jetzt wirklich ein Test, so wie schnell kann man so eine Strecke abrippen hier mit dem. Normal sind die Trucks ja eh nicht so schnell wie der hier. Also ich hatte vorher noch nie einen Truck, der 150, 160 gefahren ist. So, rechts runter. Da müssen wir auf jeden Fall bremsen. Und zwar stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo fahren wir lang? Ist egal. Ich glaube, ich muss mal... Wir müssen mal im Gemüse drehen. Wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen. Aber der Vorteil ist, hier kann man wenigstens durchs Gemüse fahren. Und hier ist nicht direkt Game Over, wenn du hier mal eben von der Strecke kommst. So. Fahren wir da drauf. Da. Bremsen. Einlenken. So. Ja, da war halt zu schnell, weil bremsen kann der halt nicht so gut. Mit so viel Gewicht hinten dran. Und das war schon mit allem gezogen, was geht. Gut, wir sind wieder auf der Bahn. Nix kaputt. Können wir mal gucken. Ja gut, Schaden 1% hinten, aber das war von den Unfällen am Anfang. So. Jetzt wieder auf Speed kommen. Speedy Gonzales. Ja, guck mal, 16 Kilometer, wir sind jetzt gleich da. War ja klar, ne? So in der letzten dicken Kurve machen wir nochmal einen Ausritt in die Walachei. Jo, ne, Skandinavien ist ja bekannt für schöne Natur, müssen wir mal reinfahren. So. Okay, Zentrum, wieder mal fett breaken hier. So. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Oh mein Gott. Ja, war klar. Dieses Einlenken, ne, der braucht echt eine stärkere Servolenkung der Truck. Was ist da los? Da ist nichts kaputt gegangen. Außer Blechgerappel. So. Alter, der kommt auch. Mein Gott, ist der Anhänger schwer. Kommt da was? Oder habe ich Platz? Ich habe Platz. Ja, mit so einem großen Truck ist echt die Straße euer. Da vorne müssen wir lang beim Kicken. Gibt noch eine weiter. Sieht ja schick hier aus. Jönköping. So, müssen wir hier auf dem Hof. Mal gucken. Ich glaube, ich muss hier auf dem Hof, ja. Ist immer schlecht, wenn man den falschen Hof nimmt. Ich fahre einen weiter. Auf den Hof müssen wir, oder? Ja. Okay, alles klar. Hier müssen wir auf. So, komplett einschlagen. Rum das Ding. Oh Gott. Na komm. Hey, oh Gott. Guckt euch mal hier die Einfahrten an. Das ist überhaupt nichts für den Truck hier. Na, komm. Ja, Bordsteinkante da war. Ach du Scheiße. Ja, ich suche mir auch immer die Strecken aus, wo ja überhaupt kein Platz ist, um zu rangieren irgendwie. Wir können mal eben jetzt von außen gucken. Aber den könnten wir hinstellen.
Ein bisschen erst hier hin. So, jetzt komplett einschlagen. Und dann erstmal rumschieben. Auch Geier. Oh, oh, Alter. Einmal zu viel und. Ah ja, der ist ja rein gekommen. Na komm. Da muss eigentlich reichen. Ja. Okay, wir können den Trailer sogar lösen diesmal. Ja, very nice. Gute Arbeit haben wir hier. Und gucken, ob wir von Abzügen noch kriegen. Ja. Das ist ja kaum was, ne? Ja, wenn euch der Mod gefallen hat, Däumchen hoch und so. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Sokosa. Tschüss.